Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation. Wir sind hier in der Zitadelle im letzten Teil des vorletzten Levels. Also, es gibt ja nur fünf, glaube ich, richtige Level. Und die ziehen sich alle ein bisschen. Wir sind jetzt hier, wo ich im letzten Part mal wieder ein bisschen Quatsch gemacht habe, indem ich versucht habe, das hier einfach zu umgehen. Also das hier, wo ich dachte, ich muss einfach den Hebel befreien. Nein, muss ich nicht. Ich habe gelernt, dass man sich da auch irgendwie gebremst fallen lassen kann. Und dann den Weg auch nehmen kann, aber dafür war ich zu blöd. Und jetzt gibt es gleich ein Schalterrätsel, wofür wir den Kompass im Menü brauchen, habe ich gelesen. Also ein bisschen informiere ich mich jetzt immer darüber, was gerade noch so kommt, weil ich bin komplett lost dabei. Okay, was soll man dazu sagen? Also erstmal sehe ich da hinten was Cooles. Habe ich das in die Wand reingeheatet? Ich hoffe nicht. Also Vorteil bei dem Ding ist, die leuchtet, die brennt halt dauerhaft. Nachteil ist aber leider, dass man dann nichts mehr machen kann, so wirklich. Man kann nicht klettern, man kann nicht irgendwas machen. Also ich finde die Kamera, den Kamerawechsel so zum Kotzen. Okay, hier ist irgendwas für... Okay, das ist glaube ich so eine Tür wieder. Medipack, nice. Aber die Fackel ist halt dafür echt gut, wenn man einfach mal so ein bisschen erkunden will. Und man Monitore hat, die relativ dunkel zeigen können. So, hier ist nochmal eine super mega ultra Granate. Nehmen wir natürlich gerne mit. Dann haben wir hier. Aha. Oben, unten, links, rechts, links, rechts. Okay. Das ist Westen. Das ist Norden, weil da N steht. Und dann müsste das hier Osten sein. Und dann müssen wir jetzt ins Inventar gehen. Norden ist... etwa vor uns. Das heißt, Norden war es. Aber dann passt das doch eigentlich. Gibt es das noch irgendwas? Weil, wenn das hier Westen ist, dann muss hier Westen auch einfach nach links. Und okay, der Süden ist da auch noch, sehe ich gerade. Weil irgendwie sind die ja schon fast alle richtig, außer Süden. Süden ist halt so ein bisschen abseits, aber gut. Ich frage mich, ob ich das überhaupt da rauskomme. Rausbekomme, weil das da so eingeengt ist zwischen den ganzen Dingern. Also ich hätte auch niemals erwartet, dass ich das irgendwie mit dem Kompass im Menü machen muss. Also das geht natürlich nicht, das heißt, ich muss den hier nochmal rumschieben. Deshalb finde ich es ganz gut, dass ich schon auf den Guide geguckt habe. Ich habe auch schon gedacht, ja, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, den da rauszubekommen, weil hinter mir und also links und rechts ist halt was von mir, beziehungsweise wenn man davor steht. Also jetzt hinter mir, ansonsten links. Aber eigentlich hätte ich erwartet, dass das ein bisschen da passt, aber stimmt eigentlich schon. Ne, das wird relativ eng. Dann müssen wir ihn gleich einmal rüberschieben. Oder ich muss an die Position, dass das irgendwie... Nee, Moment. Verstehe ich nicht. Ich kann ja nicht drehen, oder? Ich meine, nein. Na, den muss ich jetzt dahin packen. Aber wenn es nicht klappt, dann werde ich natürlich gleich nochmal nachlesen. Aber... Lara, kannst du bitte die scheiß Kante greifen und nicht irgendwie da mal vorbeilaufen? Ah.
So, und den jetzt hier runter, müsste es eigentlich aufgehen. Okay, jetzt gibt es mehrere Türen. Mindestens. Speichern wir. Wir gehen zuerst nach links. Hallo. Oh, die linke Tür wird auch vorgeschlagen vom Geist, sehe ich gerade. Perfekt. Dann können wir die wegjeten. Sorry, kleines Ding. Aber ich muss hier klettern. Und am besten mir eine Flair machen, weil ich nicht so viel sehe. Da ist ein Loch im Boden. In der Falltür. Da sind einmal Flares. Nice. Dann haben wir hier nichts. Da haben wir auch nichts. Das soll ich jetzt gleich skippen. Außer hier ist aber. Ich gucke noch kurz, ob hier irgendwas ist, wo ich reinkrabbeln könnte. Habe ich auch nicht gemacht. Aber vielleicht wäre da ja was gewesen, weil auf der anderen Seite nichts ist. Und dann würde ich sagen, springen wir ins Wasser. Okay. Das Color-Scheme hier sieht mir so ein bisschen nach dem Motorenräumen von dieser Titanic, was das ist. Das sieht danach aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz gerade angefangen habe. Aus Tomb Raider. Ach Gott, 2? Ich meine, ja, ich glaube, in 2 war das Ding. Okay, hier ist so ein komisches Ding. Ja, mach. Okay, und jetzt? Erstmal gibt es hier irgendwie ein bisschen Loot. Loot ist wichtig. Okay, was machst du jetzt? Muss ich hier irgendwie ranfallen lassen? Was soll ich falsch taste? Okay, es hilft auch nicht. Gibt es nur irgendwas unter Wasser? Ich gucke kurz. Irgendwas unter Wasser hier kann ich lesen. An irgendeiner Decke. Guck mal nach oben währenddessen. Ob ich hier über irgendwas übersehen habe. Ich sehe gerade, dass es noch andere Wege gibt. Nice. Nicht hier. Meine Fresse, Dara. Steuerung ein bisschen sehr träge, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist ein Hebel. Kann ich den drücken auch? Oder sagt sich der auch nur, das muss ich gerade nicht tun? Ich tippe auf, dass ich irgendwas Wasser ablassen muss, weil dann soll ich wahrscheinlich hier reinkrabbeln. Dann ist da noch ein Weg. Okay, dann hole ich erstmal kurz Luft. Also es gibt hier 3 Wege. Einmal den nach vorne, glaube ich. Also der hier ist der kleine. Dann gibt es den mittleren und dann gibt es noch den großen da unten. Das heißt, hier können wir noch lang. Oder? Und hier war ich gerade. Okay, das bringt mich auch nicht weiter. Ich dachte, der wäre kleiner. Dann haben wir nur noch den. Okay, der ist genauso groß. Das sah wie kleiner aus. Gibt es hier was Cooles zu tun? Da ist er unter Wasser. Den sehe ich. Okay, es hat irgendwas zugemacht. Keine Ahnung, was. Ist das Ding, wo ich rausgeklettert bin? Vorher? Ich glaube ja. Ich sehe, dass da unten eine Tür ist. Kann ich hier jetzt irgendwas drücken? Nein. Wo war denn die Tür, die aufgegangen oder zugegangen ist? Keine Ahnung. Also wie fängt man hier überall fest, was echt nicht cool ist. Und hier ist das Ding. Aber das hilft uns ja gerade nicht wirklich weiter. Weil da kann ich nicht ziehen.
Irgendwas anderes gibt es hier auch nicht. Also hier ist ja keine Tür aufgegangen. Oder zu? Moment, hier ist ein Weg. Oh. Vielleicht muss ich den hier lang gehen. Okay, jetzt komme ich auf der anderen Seite wieder raus. Hm. Dann gehe ich mal kurz nach links. Ich habe gerade geguckt, ob ich da was schnell nachlesen kann. Ne, das ist Süden. Von Süden komme ich. Wir müssen nach hier noch Westen. Ist hier jetzt die Tür wieder? Also war die Tür hier überhaupt? Ja, aber bringt mir das irgendwas? Eigentlich nicht. Wir können so eine Fackel wieder mitnehmen. Ein Vorteil. Ne, gib mal nur die Fackel. Danke. Nicht den, nicht hochziehen. Okay, dann habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Also will ich gar nicht. Wir können nach vorne gehen noch. Moment mal, hier waren wir doch gerade. Also ich komme mich gerade gar nicht mit den Punkten hier klar, wo ich überall lang gehen kann. Wo bin ich denn hier? Ich bin im Norden. Okay, ich bin doch im Norden. Moment mal, aber ich dachte, ich komme aus dem Osten. Warte mal, jetzt sind wir hier im Norden. Das ist das, wo wir... Ja doch, hier kommen wir her. Hat da gerade was an der Wand geleuchtet? Nein. Okay, dann versuche ich jetzt mal den Ostgang, weil ich dachte eigentlich, ich gehe von Westen nach Osten. Das heißt, dass wir den Norden übersprungen haben, aber anscheinend kommen wir hier wieder raus. Hm, dann gehen wir mal hier hin. Hallo, Osten. Hier waren wir noch nicht. Oh oh. Ich war schon ein bisschen vorgewarnt, dass es welche gibt. Ich wusste nicht, wann die kommen. Deshalb hatte ich meine Hand schon bereit auf der 2, um die Waffe zu ziehen. Okay, hier ist ein Hebel. Was machst du? Wahrscheinlich Wasser ablassen, damit wir diesen anderen Hebel anmachen können, oder? Meine Fresse, ey. Wie genau musst du dich denn da hinstellen? Okay, ist das Wasser gesenkt worden oder? Ich hab keine Ahnung. Jetzt können wir wieder in den Norden gehen, weil der Westen ist ja zu. Jetzt sollten wir hier Sachen tun können. Dann jeten wir dich erstmal hier hinten hin. Gut, dass du nicht weggefallen bist. Und gucken, was dann hier ist passiert ist. Also das ist tatsächlich ein leichteres Level, weil du hast dann hier wie 1000 Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Du hast halt nur den einen wirklichen Weg. Warte mal. Was war im anderen drin? Ich glaube der Deckenschalter, ne? Und hier war dann der Stehschalter. Jetzt ist das Ding auf. Was ist aber immer noch da? Wahrscheinlich muss ich jetzt... Nee, muss ich aber was tun? Ist das jetzt noch weiter also weggegangen, das Wasser? Weil sonst hätte ich gedacht, dass jetzt... Dass ich den jetzt aktiviere, den Schalter, und dann jetzt... Ja doch, hier ist weniger Wasser. Das heißt, jetzt kann ich den Ziehschalter aktivieren und kann so dann weiter, ne? Ja, da hinten, weil das ging ja vorher nicht. Ja, mein Meister. So,
Dann, ich sage es nochmal, ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht noch irgendwie fetten Kämpfe vor mir habe, dass ich ein bisschen ohne Leben noch ein bisschen skippen kann. Hier geht es weiter. Bisschen Sand. Okay, wir sind anscheinend in der Höhle jetzt mittlerweile. Da haben wir einen Weg. Haben wir hier irgendwas? Nö. Das heißt, wo war Fackel? War mir eine Ehre, dich mitzunehmen bis zum Ende. Aber erst muss uns unsere Wege leider trennen. Wir gucken jetzt hier weiter. Was eine gute Fackel. Also theoretisch hätte ich versuchen können, hier durchzujieten. Okay, fühle ich das euch gerade nicht so. Gut, jetzt sind wir hier. Was haben wir hier zu tun? Ah, okay, hier kommt der auch hoch. Das ist nicht so gut für mich tatsächlich. Okay, da ist ein Loch. Will ich da reinfallen? Hier ist auch eins. Ich habe mich umgeguckt, aber danke, Leute, dass du mir einfach nicht totläufst. Gibt doch nichts Schöneres. Ah, ich sehe auch gerade, dass der letzte Bösewicht ein Medipack verloren hat. Das ist dann aber runtergefallen, weil ich auf jeden Fall gedacht habe. Von da komme ich. Der kommt jetzt langsam hoch. Ist das jetzt mein Ziel, dass der das hier kaputt macht? Oder was ist mein Endgame hier? Oh, es sind sogar zwei. Okay, ist halt nicht so klopf, wie es mir vorstellt. Also man soll die da wohl ranlocken, habe ich auch gerade nochmal geguckt. Aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen, bevor ich den Scheiß mache. Also bevor ich hier nochmal so lange warte. Okay, das sieht echt nervig aus. Was? Okay, so funktioniert es anscheinend. Ich habe aber den Trick benutzt, den der Guide mir gesagt hat, ist mir auch egal. Dann hauen wir jetzt ab, würde ich sagen. Schalt doch die Penner. Ich hoffe, die ziehen sich hier nicht hoch. Darauf hätte ich nämlich wenig los. Speicher nochmal. Ganz wichtig, wir haben es jetzt geschafft. Okay, hier haben wir ganz viel Feuer. Hier haben wir einmal Flares, nehme ich natürlich gerne mit. Haben wir noch was hier? Nö. Auf der anderen Seite nochmal gucken. Da könnte man runterrutschen. Okay, was haben wir hier Schönes? Ich glaube, das könnte ein Secret sein. Gelesen, dass es hier ein Secret gibt. Kann nur sein, dass es hier weitergeht. Ist doch gar nicht nervig, das Geräusch von den Rittern da. Aber ich dachte, das geht hier irgendwie tiefer runter, aber anscheinend nicht. Ist das hier wirklich der Weiterweg? Okay, nee, hier ist jetzt der Secret Sound gewesen, aber kommt da nicht so vor wie der Secret, also wie Secret, weil es einfach so lange nichts gibt.
gestern hier Schönes. Oh fuck, wo kommt ihr denn her? Fickt euch! Nope, fuck this shit. Ich hab gedacht, da können wir einfach runterspringen. Wir gehen nochmal zurück in den nächsten Raum. Ich glaube, wenn die Katzen gleich kommen, weil das Level müsste vorbei sein. Außer es gibt noch ein geheimes Level, wo dann nochmal steht, hey, yo, geh nochmal zurück zum ersten Level hier. Weil ich weiß, dass hier das Ende soweit eigentlich war. Das war auch das letzte Secret hier, Secret 62 anscheinend. Ich weiß nicht, wie viel wir schon verpasst haben. Oh. Okay. Ne, wir können da gar nicht wieder zurück, glaube ich, oder? Ich probiere es nochmal. Wenn nicht, wenn wir jetzt hier nicht zurückkommen, dann wird zum nächsten Park gemacht, ansonsten rechts dann rum. Ne, wir können nicht, stimmt, hier war das Ding. Ich muss über den Weg von den Rittern gehen, wie auch immer die da hochgekommen sind und wir nicht, wenn das runterfällt. Ich mach's doch noch. Komm, 22 Minuten erst. Können wir ein bisschen überziehen. Dann sind wir mit dem heutigen Part, glaube ich, auf dem Stand von Assassin's Creed. Das heißt, ich bin jetzt bei beiden und wir Ende Juni irgendwann. Aber ich wollte heute auf jeden Fall noch ein bisschen aufnehmen. Was genau, weiß ich noch nicht. Vielleicht das Spiel noch ein bisschen. Oder vielleicht noch Assassin's Creed. Nur mal gucken, wie gleich das nächste Level dann wird. Ich denke, ein Part mache ich auf jeden Fall. Na, okay. Jetzt bin ich hier wieder in dem anderen Raum. Okay. Ihr seid mir einfach gefolgt, oder was? Okay, dann gehen wir einfach nach vorne und würde ich sagen, gehen wir durch, weil hier scheint das Ende zu sein. Wird es hier irgendwie lustig. Jetzt. Ich weiß nicht, wieso die manche Sachen so als Ingame-Cuts gemacht haben, manche irgendwie als vorgerannte Filme. Also alles wird halt cool sein in der Variante. I've been expecting you. Come to me, child. Do not fear your old colleague. I merely require the armor that you hold in your possession. And in return? You vigor as those around you fall. You shall command the ultimate power, that of life or death, over those you choose at your side, and in return, they will bow at your feet and give worship. Got my fair share of that already. And besides, give a jackal your hand, and he'll bite off the whole arm. Gefahr gebannt. Machen wir dich einfach erschossen. Einfach jeweils zwei, also links, rechts, vier Viecher tot. Und den Typen erstmal schön durchlöchert. Okay. Jetzt sind wir in The Sphinx Complex. Keine Ahnung, wie wir angekommen sind. Macht irgendwie gar keinen Sinn, aber gut. Ich würde sagen, ich hoffe, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.